Das, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, schrieb Friedrich Nietzsche. In diesem Sprout-Spezial in Zusammenarbeit mit Stephen Hicks erkunden wir Nietzsches Einteilung der Welt in Schafe und Wölfe. Und wie unsere Moral, also das, was wir für gut und böse halten, das Ergebnis eines brachialen biologischen Geschehens ist. Teil 2: Schafe und Wölfe. Nietzsche sagt, die ganze organische Natur ist in zwei Arten von Spezies geteilt. Diejenigen, die von Natur aus Herdentiere sind, und die, die von Natur aus Einzelgänger sind. Diejenigen, die Beute sind, und die, die Raubtiere sind. Psychologisch und physiologisch verläuft diese Teilung auch durch die menschliche Gattung hindurch. Manche Menschen werden ängstlich geboren und neigen dazu, sich einer Herde anzuschließen. Und manche werden furchtlos geboren und tendieren dazu, einsame Höhen zu suchen. Einige von uns werden behäbig und träge geboren und andere sind von Geburt an voller Tatendrang und sehnen sich nach Abenteuern. Manche werden, um es mit Nietzsches Worten zu sagen, als Herren geboren, andere als Sklaven. Es gibt hier eine brachiale biologische Tatsache. Unsere Charaktereigenschaften sind uns evolutionär in die Wiege gelegt, so wie ein Schaf nicht anders kann, als schafhaft zu sein, und ein Adler nicht anders kann, als adlerhaft zu sein. So erbt jeder von uns von seinen Eltern eine lange Reihe von angeborenen Merkmalen. Die Herrentypen leben von Stärke, Kreativität und Unabhängigkeit. Sie respektieren Macht, Mut, Risikobereitschaft, sogar Leichtsinnigkeit. Es ist für sie ganz natürlich, ihren eigenen Weg zu gehen und sich gegen den sozialen Druck und die Konformität aufzulehnen, egal was passiert. Im Gegenzug dazu leben die Sklaventypen in Konformität. Sie neigen zu Passivität, Abhängigkeit und Sanftmut. Es ist ganz natürlich, dass sie zusammenhalten, um sich sicher zu fühlen, so wie es Herdentiere tun. Nietzsche wendet sich dann der Moral zu. Gut und schlecht, richtig und falsch. Lange Zeit hat man uns gelehrt, dass Moral eine Sache von Geboten ist, die vor Tausenden von Jahren in Stein gemeißelt wurden. Dem ist nicht so, sagt Nietzsche. Was wir als moralisch empfinden, hängt von unserer biologischen Natur ab. Und unterschiedliche biologische Naturen ergeben unterschiedliche Moralvorstellungen. Man stelle sich das so vor: Wenn du ein Schaf bist, was erscheint dir dann als Schaf gut? Friedlich grasen zu können, mit Gleichgesinnten zusammen ein Teil der Herde zu sein und sich nicht von ihr zu entfernen. Was erscheint dir als schlecht? Wölfe erscheinen schlecht und alles, was wolfsähnlich, räuberisch oder aggressiv ist. Aber was ist, wenn du ein Wolf bist? Dann werden dir Stärke, Grausamkeit und Geringschätzung für die Schafe natürlich vorkommen und gut erscheinen. Es gibt nichts, worauf sich Wölfe und Schafe moralisch einigen könnten. Ihre Natur ist unterschiedlich, ebenso wie ihre Bedürfnisse, Ziele und das, was sich für sie gut anfühlt. Natürlich wäre es gut für die Schafe, wenn sie die Wölfe davon überzeugen könnten, sich mehr wie Schafe zu verhalten. Aber kein sich selbst achtender Wolf wird darauf hereinfallen. Also, der Moralkodex eines Menschen ist eine Funktion seiner psychologischen Veranlagung. Und seine psychologische Veranlagung ist eine Funktion seiner biologischen Veranlagung. Nietzsche ist einer der ersten, der evolutionäre Konzepte auf die Moral anwendet. Moralische Normen sind Teil der Überlebensstrategie eines biologischen Typs. Und je mehr man die Geschichte der Moral evolutionär und biologisch betrachtet, desto mehr fallen einem die dramatischen Veränderungen der moralischen Normen im Laufe der Zeit auf. Und hier liegt das Hauptproblem, argumentiert Nietzsche, denn die historischen Aufzeichnungen zeigen eine beunruhigende Umkehrung. Früher schätzten wir vor allem Großartigkeit und Macht, und wir sahen auf die Bescheidenen und Niederen herab. Doch jetzt sind die Sanftmütigen die Bescheidenen und die einfachen Menschen die Guten, während die Aggressiven, die Mächtigen, die Starken und die Stolzen böse sind. Irgendwie hat sich die Moral der Schwachen durchgesetzt. Und die Moral der Starken ist zurückgegangen. Diese moralische Umkehrung ist gefährlich. Die Eigenschaften der Stärke und der Macht, die den Menschen veredelten,
werden nun verurteilt und die Eigenschaften der Einfachheit und der Bescheidenheit, die den Menschen schwächen, werden gepriesen. Die Moral ist also etwas Schlechtes geworden. Oder paradoxer, die Moral ist unmoralisch geworden. Die Moral der Schwachen hat sich irgendwie durchgesetzt und die Moral der Starken ist zurückgegangen. Wie ist dieser paradoxe Zustand zu erklären? Fortsetzung folgt. Was denkst du über Nietzsches Ansicht, dass der Mensch in das Spektrum von Schafen und Wölfen geboren wird? Und teilst du seine Besorgnis über eine Umkehrung der moralischen Werte? Weitere Informationen findest du in der Beschreibung unten. Dort findest du auch einen Link zu Stephen Hicks' ausführlichem Bericht über den deutschen Philosophen.